Deutschland schaltet diesen Samstag seine letzten drei Atomkraftwerke endgültig ab. Die russische Invasion in die Ukraine ließ die Diskussion über einen Weiterbetrieb noch einmal kurz aufflammen. Trotzdem blieb es in Berlin bei der von Angela Merkel getroffenen Entscheidung über den Ausstieg. Komplizierte rechtliche, logistische, wirtschaftliche und nicht zuletzt politische Fragen standen einem Weiterbetrieb entgegen, zumal eine drohende Energiekrise durch die Entscheidung für Flüssiggas verhindert wurde. Die Stilllegung wird 40 Jahre dauern. In der Zerlegehalle werden wir Großkomponenten, das heißt Dampferzeuger und Reaktordruckgefäße, zerlegen. Und damit werden wir noch bis in die 40er, 50er Jahre beschäftigt sein. Der Rückbau der Zerlegehalle ist für die 60er Jahre eingeplant. Also mit der Abschaltung der letzten drei Kernkraftwerke bleiben in Deutschland noch 29 Reaktoren übrig, die rückgebaut werden müssen, was nach heutigen Planungen etwa 23 Milliarden Euro kosten soll. Dass diese Zahl noch steigen wird, gilt als sicher. Diese Kosten werden aber am Ende der Atomstromproduktion in Deutschland nichts ändern.